auch immer an der Kaußen-Eisgasse. Ich schau mal, jawohl, die Aufnahme läuft und bei mir ist die Theresa Rüttgers. Theresa ist aber, ich sag jetzt mal, stellvertretend für ein Trainerteam hier. Marcel Leclerc, der Fredo und natürlich auch der Andreas Mötz. Ihr hattet euch auf Initiative vom Ralf zusammengesetzt. Euch hat allesamt eine Sorge bewegt, Theresa, wenn jetzt nach so einer langen Pause wieder mit intensiven Bewegungen in der Halle begonnen wird, dass man sagt, das Risiko ist uns doch sehr groß. Was hat euch da getrieben und was ist daraus geworden? Ja, wir haben vor allen Dingen erstmal gesehen, dass die Jungs gut 8 Monate keine Belastung mehr hatten. Und da geht es von der alltäglichen Sportbelastung, weil Fitnessstudios geschlossen waren, hin zur wettkampfsportlichen Belastung. Und da war natürlich unser oberstes Ziel, erstmal zu schauen, welchen individuellen Standpunkt haben die Jungs aktuell, wo müssen wir die eigentlich abholen. Und dann die einzelnen Jungs so wieder heranzuführen, dass sie die Möglichkeit haben, langsam ihre Strukturen aufzubauen, wieder zu adaptieren und dann eben wieder ins sportliche Geschehen einzusteigen, ohne eine hohe Verletzungsgefahr zu haben. Wir machen ja Kontaktsport und diese Verletzungsgefahr ist ja schon intensiver, vor allen Dingen, ich denke jetzt mal an die sensiblen Gelenke, Schulter, Knie, Bänder, die sind ja schon gefährdet. Aber wie genau habt ihr das Ganze dann gemacht? Magst du das mal beschreiben, weil ihr seid ja im Trainerteam auch mit unterschiedlichen Expertisen ausgestattet. Wie seid ihr das angegangen? Wie habt ihr das vorbereitet? Was mussten die Jungs denn so machen? Genau, wir haben uns da eigentlich ganz gut ergänzt und haben sowohl von physiotherapeutischer Seite als auch so von der Athletiktrainerseite gesagt, wir wollen erstmal einen Pretest machen, schauen, wo stehen die Jungs gerade. Das muss natürlich alles Corona-konform stattfinden. Das heißt, es hat dann jeder von den Jungs ein Testformular bekommen, dass sie im Grunde zu Hause alleine durchführen mussten. Das Ganze haben sie dann eingeschickt. Wir haben das zu Hause analysiert, haben uns die Videoaufnahmen der Jungs angeschaut, haben geschaut, okay, in welchen Gelenken sind eventuell Instabilitäten, wo ist die Geschwindigkeit nicht so, wie wir sie gerne hätten, im Ausdauerbereich, wo haben sie da ihre Schwierigkeiten und haben daraufhin individuelle Trainingspläne erstellt. Zeitgleich dann eben gab es 2-mal die Woche Zoom-Einheit und 1-mal die Woche und das ging nur, weil die Trainer so super mitgemacht haben, quasi im Einzeltraining, dann Corona-konform Sprint- und Sprungtraining, um langsam wieder die Strukturen aufzubauen. Wenn wir heute einen Status definieren würden von den Jungs im Draufblick, weil jetzt geht es auch wieder los, draußen Training, dann geht es auch wieder in die Halle. Wie zufrieden bist du jetzt? Also von 0 auf 100 wird nicht sein. Wo würdest du es einordnen? Kann man das einordnen? Also es ist noch schwierig, das einzuordnen, weil wir natürlich die Jungs jetzt noch nicht so oft live gesehen haben, beziehungsweise wenn nur in der Kleingruppe. Das war bis jetzt super. Man hat die Fortschritte der Jungs gesehen. Man hat gesehen, dass allein so ein Gefühl für den Körper wieder angebahnt worden ist. Und da muss man ganz klar sagen, das ist auch das Feedback der Jungs. Die wussten teilweise nicht mehr, ja, wie springe ich eigentlich oder wie mache ich denn einen Start-Stopp-Wechsel. Das war super. Also da muss ich sagen, da haben wir eigentlich genau den richtigen Weg gewählt, um da jetzt auch einzusteigen und hoffen, dass wir dann auch unsere Lorbeeren dafür bekommen und jetzt der Einstieg in der Halle eben auch wesentlich verletzungsärmer abläuft, als es sonst eben vielleicht der Fall gewesen wäre. Jetzt haben wir eben schon die ganze Zeit vom Trainerteam gesprochen. Magst du mal beschreiben, wieso da die Zusammenarbeit war und wieso die Schwerpunkte auch bei euch unter dem Trainerteam denn auch waren? Marcel, Fredo, dann auch der, wer war noch dabei? Du warst dabei und der Andi Mötz natürlich. Und wer hatte da so welche Aufgaben? Ja, also es kam ja alles auf die Initiative vom Ralf, ist das gestartet und dann haben wir uns halt mit den 4 Personen zusammengesetzt, hatten da zum Glück, oder was heißt zum Glück, hatten da auch von Gio Schlinge, vom gesamten Trainerteam die volle Rückendeckung, die gesagt haben, entscheidet das so, wie ihr das für richtig haltet und wir unterstützen euch, egal was ihr macht. Und Fred und ich hatten natürlich so ein bisschen den physiotherapeutischen Aspekt im Hinterkopf, haben uns sportphysiotherapeutisch vor allen Dingen hinterfragt, was brauchen wir, was müssen wir anpacken. Und auf der Basis haben dann Marcel und Andreas eben ihre Trainings aufgebaut. Da lagen dann die Schwerpunkte eben einmal auf Kraft, auf Mobilität, weil das ja auch jetzt über die ganze Zeit gar nicht mehr stattgefunden hat. Und eben auf der Stabilität für eben Knie, Schulter und was du sonst noch alles brauchst, rum vor allen Dingen.
Und dann war es so, dass wir eine Zoom-Einheit Kraft, eine Zoom-Einheit Stabi hatten. Und zusätzlich hat der Marcel dann auch super individuelles Krafttraining für die Jungs angeboten. Das heißt, die kamen wirklich ins Einzeltraining zu Marcel und hatten eigentlich ein Personal Training, sodass wir auch sehen konnten, wo sind wirklich noch Schwachpunkte und was können wir denen mit an die Hand geben, dass sie an sich selber arbeiten können. Ja, und dann haben wir unsere Testauswertung gehabt und jetzt sind wir mal gespannt. Nächste Woche findet dann der Retest statt, wie hoch unser Erfolg war. Theresa, und du hast ob deiner Situation natürlich auch begleitet, ich sag mal, als Ratgeber und die operative Arbeit, ich glaube, die lag dann eher bei den Kollegen, dass die das übernommen haben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dir für deinen Input und auch an den Andi, an den Fredo und natürlich auch an den Marcel ein riesengroßes Dankeschön auszusprechen für euren Einsatz. Ihr habt das alles ehrenamtlich gemacht, das möchte ich nochmal betonen. Bei uns läuft viel ehrenamtlich, aber trotzdem zielorientiert im Rahmen unserer Möglichkeit. Das zeichnet auch unseren Verein aus, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und so wie die Leute hinter der Theke mitarbeiten, so seid ihr unverzichtbarer Baustein und dafür dient euch ein großer, großer Respekt. Ich denke, die Mannschaft wird sich auch bedanken. Der eine oder andere wird zwar denken, oh Gott, die hat mich gequält oder die haben mich gequält, aber gut, das ist nun mal so. Von daher vielen Dank an euch alle. Ihr habt das ganz große Klasse gemacht und tragt so euren Teil dazu bei, dass die Jungs fit und vernünftig wieder starten können. Wer Lust hat, mitzumachen hier beim HC Weiden, wir haben 4 Herrenmannschaften, 3 Damenmannschaften, wir haben eine Jugend, die von A bis Z besetzt ist, also ihr seid herzlich willkommen, Jungs und Mädchen. Wir geben uns Mühe, dass wir hier auf der einen Seite leistungsorientiert Handball machen, auf der anderen Seite sind wir aber immer noch Verein und das Miteinander ist uns auch wichtig. Und Theresa, vielleicht dazu noch ein abschließendes Wort. Ich glaube, das Vereinsgefüge, das stimmt, oder? Also ich bin ja selber ein Immi und ich muss sagen, es ist egal, ob ich beim TV angekommen bin oder jetzt beim HC. Das ist einfach eine Familie und ich genieße es total, hier zu sein und das Vereinsgefüge ist einfach toll. Also alle herzlich willkommen hier. Ja, besser kann doch ein Schlusswort nicht sein. Also schaut weiter rein, wir werden berichten, was sich bei den Herren, aber auch bei den Ladies tut. Und deswegen danke fürs Zuschauen und sagen Tschüss, der Jörg und die Theresa. Macht's gut, ciao.